Also du hast mir vorhin gesagt, wenn man dazu hört, dann hört man Melodien, oder? Oder Töne oder das Meer, das rauscht. Aber also die meisten hören da gar nicht hin, glaube ich. Ich habe das immer so beobachtet und auch gehört, dass das Meer mir antwortet. Und wenn ich auf unterschiedliche Wellen schaue, dann spüre ich unterschiedliche Töne. Ja. Und das macht sehr viel Spaß, gerade dann, wenn man ganz alleine am Strand ist und auch hochgeht, in welche Richtung auch immer. Es ist immer Atmosphäre da. Bist du zufrieden, so wie du lebst? Jein. Ich würde gerne noch mehr für meine Gedanken leben. Ja? Ja. Die würde ich gerne noch mehr ausleben können. Ja. Du hast doch so viele Musikinstrumente, habe ich gesehen. Und so viel sind's ist das nicht. Auch so, da lebst du dann für deine Gedanken, wenn du spielst? Oder wo lebst du für? Ja, ne? Ja. Bist du öfter hier an der Stelle oder hast du andere Lieblingsplätze? Ich bin ja damals, als ich nach Sylt kam, beruflich hierher gekommen. Und meine erste Anlaufstelle war Kampen. Und von der Seite her bin ich hier schon fast zu Hause. Fühle mich hier eigentlich auch sehr wohl. Bin hier auch viel am Strand gewesen und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und ich bin heute immer noch so, dass ich sehr gerne, für mich ist es heute immer noch so, dass ich immer noch sehr gerne nach Kampen komme. Ja? Ja. Hier auch eine schöne Möglichkeit, gerade mit diesem Steg und den Strandkörper sind, ich denke, das ganze Jahr da so, dass man da auch so auch im Winter so sitzen kann. Ne? Mhm. Die mietet man sich ja normalerweise, ne? Ja. Aber die sind jetzt, glaube ich, frei. Die sind frei. Vor allem, was hier auf Sylt wirklich toll ist, das ist, unterscheidet sich eben auch so von der Nordsee oder von anderen Bädern, dass die Strandkörper hier alle offen sind. Ne? Ja? Offen heißt, es gibt kein Gitter hier. Es ist gleich viel wärmer. Ist doch ziemlich eisig noch. Aber das wird warm. Früher hat man immer gesungen, bei der Arbeit wurde gesungen. Irgendwie, das ist mir neulich so gekommen, das passiert ja heute gar nicht mehr. Das hat aber auch, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt, dass man zusammen sang, also im Haus, auf dem Feld und bei vielen Betätigungen oder manche trällern vor sich hin. Aber inzwischen ist das komisch, wenn man das machen würde. Da würde jeder schräg schauen. Dann kommt die Atmosphäre auf, dass man vielleicht doch sich das ein bisschen vergoldet, was man tut. Ne? Durch Singen, durch Gesang. Ja, auf einmal sich wird die Verpflichtung nicht mehr so streng und so ernst. Na, die Verpflichtung wurde ja gar nicht mehr wahrgenommen. Denn man hat das getan, man hat das mit Freude getan und hat dabei im Grunde auch noch gesungen und im Grunde sich geöffnet auch. Ja, Politik und Musik hat ja jetzt absolut nichts mehr miteinander zu tun, aber wenn es das hier mal so gab, das war schon sehr sinnvoll. Musik hat immer. Stell dir mal vor, im Bundestag würden sie kurz unterbrechen, dann ein Tänzchen einlegen und dann geht's weiter. Nee, auf einmal würde dann eine Fanfare erklingen und dann ist erstmal alles ruhig und dann geht es mit dem Gespräch weiter. Genau. Also das war jetzt so klasse, mit dir, Joachim, zu reden. Ich sage den ganzen Namen Joachim Leber, denn wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Wir duzen uns eigentlich seit Anfang an und getroffen haben wir uns aus dem Bereich der Politik. Und dann erst habe ich entdeckt, was Joachim noch alles so für Schätze in sich birgt. Und er ist ein hervorragender Sänger. Und ich würde ihm wünschen, dass er irgendwann hier auf eine tolle große Bühne tritt und dann endlich auch das Publikum merkt, wie wertvoll das ist, was er auch noch vermitteln kann, nicht nur politisch. Und das Gespräch war einfach klasse für mich. Ich bin jetzt eingetaucht in die Welt der Musik und Wellen und der Klänge. Ich bedanke mich sehr bei dir, Joachim. Es war toll. Danke.